Hallo, ich bin Katharina und ich werde euch heute zeigen, wie man leckere Zimtsternchen zubereitet. Das Ganze machen wir mit der Zimtsternchenmatte von RBV Birkmann, mit der das nämlich total einfach geht. Normalerweise sind Zimtsternchen ja immer ziemlich aufwendig zu machen. Man muss jeden einzelnen ausstechen und dann einzeln das Baiser drauf machen. Aber hiermit geht das viel, viel schneller, weil die nämlich aus zwei Teilen besteht, womit man nachher ganz einfach das Baiser einstreichen kann. Die Baisermasse, die besteht aus zwei Eiweißen und 180 Gramm Puderzucker. Dazu kippen wir jetzt einfach die Mandelmasse. Dazu haben wir 150 Gramm Mandeln, ein Dreiviertel Esslöffel Zimt, eine Messerspitze Kardamom und eine Messerspitze Nelkenpulver. Das rühren wir noch einmal ganz kurz um. Kippen wir es dann einfach hier rein. Und lassen dann das Gerät das die Reste machen. So, und schon ist das Ganze fertig. Zum einfachen Befüllen vom Spritzbeutel empfehle ich eigentlich immer, dass wir das zum Beispiel in einen Messbecher machen, kann aber auch in ein Glas rein. So, wir nehmen einfach so einen Eimer-Spritzbeutel, stülpen das dann hier drüber. Das Backtrennspray benutze ich eigentlich immer am liebsten über der Spüle, damit ich da nämlich nicht den Rest von der Küche auch noch mit einspüle. Die Matte halte ich jetzt einfach hoch. So. Und schon ist das Ganze eingefettet. So, unsere Matte ist jetzt vorbereitet. Den Spritzbeutel haben wir auch schon vorbereitet. Da schneiden wir jetzt einfach unten eine kleine Ecke von ab und füllen jetzt ganz einfach die Mandelmasse ein. Wie man sieht, geht das mit dem Spritzbeutel ganz einfach. Man könnte auch einfach einen kleinen Teelöffel nehmen. Jetzt rütteln wir die Matte noch einmal. Dadurch verteilt sich der Teig gut. Wenn wir dann damit fertig sind, und wie man sieht, ging das ja nun wirklich ziemlich schnell, nehmen wir einfach den zweiten Teil von unserer Matte wieder. Achten darauf, dass das, was auf der Matte rechts steht, also steht auch wirklich rechts, auch hier dann rechts steht, da steht dann auch wiederum wirklich rechts und auf der anderen Seite steht dann links. Und setzen das Ganze mit den Druckknöpfen hier einfach ein. Dann sitzt das schön fest und jetzt können wir unsere Baisermasse einstreichen. So, jetzt nehmen wir die Baisermasse, hauen davon einen Klecks einfach in die Mitte. Nehmen wir jetzt die Teigkarte, die ist mit im Lieferumfang enthalten, wie man so schön sagt. Die kriegt man also mit dazu und fangen einfach an hier zu verstreichen. Jetzt einfach, dass wir hier nirgendwo mehr so großartig Luftlöcher drin haben und können dann die Druckknöpfe lösen und nehmen das obere Teil einfach ab. Jetzt haben wir wunderbar saubere Zimtsternchen. Die lassen wir jetzt so erstmal eine Stunde lang stehen, damit sich das Baiser ein bisschen setzen kann. Dann gehen auch die kleinen Spitzen hier noch weg und danach machen wir es dann in den Ofen. Unsere Zimtsternchen haben jetzt für eine Stunde lang geruht. Man sieht richtig, wie sich das Baiser schön gesetzt hat. Und jetzt kommen sie für eine halbe Stunde bei 150 Grad Ober- und Unterhitze in den Backofen. So, wir haben das Ganze jetzt einmal 10 Minuten auf Verroste gestellt, nachdem es ausgebacken ist, damit es ein bisschen abkühlen konnte. Und jetzt können wir die Zimtsternchen hier ganz einfach zum weiteren Abkühlen auf das Auskühlgitter legen.
Wenn man dann damit fertig ist, eignen sie sich total toll als Geschenk für Freunde. Und wenn man das Ganze dann auch noch schön verpacken möchte, eignen sich dafür hervorragend zum Beispiel die Zählglasbeutelchen von RBV Birkmann oder auch die Gebäckschachtel. Da freuen sich dann die Freunde ganz besonders, wenn man ihnen so etwas schenkt. Aber was noch viel, viel besser ist, meiner Meinung nach, ist selber essen. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und vor allen Dingen Lust, hier mal selber ein bisschen was auszuprobieren. Ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Eure Katharina.